Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Simson-Fraktion Hannover ist auf dem Weg im tiefsten Osten. Benni, sag mal kurz Hallo hier. Wir fahren heute zum PZ Tuning Community Day. Und man sieht jetzt schon, was hier los ist. Es ist einfach nur geisteskrank voll. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Da ist alles voll, da hinten ist alles voll. Das ist hier so ein bisschen wie so eine Jahrmarktstimmung, ne? Aber normalerweise. Hallo! Schön euch zu sehen, Männer. Mahlzeit! Nee, ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob ich heute Nacht überhaupt hier sein möchte auf dem Platz, was hier abgeht. Hallo. Jetzt suchen wir erstmal den Veranstalter und sagen erstmal Hallo. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist, hier zu filmen, aber wir sind gespannt, was uns heute noch so erlebt. Ja. Kannst du hinterher rauskassen. Aber es ist echt krass. Also. Das ist der Vorteil. Rausschneiden kann man am Ende immer alles. Ja. Aber so vom ersten Eindruck her wirklich krank. Ja, wirklich, oder? Das hätte ich auch nicht gedacht, aber es... Wir mussten hier die eine Landebahn noch komplett öffnen als Campingplatz, weil da hinten, und das sind Riesenflächen, einfach nicht ausgereicht haben. Das ist komplett crazy. Ist das jetzt, haben wir vorhin überlegt, euer zweiter oder dritter Community? Der dritte, ne? Genau, aber davor immer bei uns an der Firma am Firmengelände. Ja. Krass. Okay, und was denkst du, wie viele Leute kommen hierher? Zwischen 3.000 und 5.000, irgendwas dazwischen. Wovon halt 5.500 einfach nur ein Weg haben. Verrückt sind, ja. Alles motorsportbegeisterte Leute, die Bock haben, abends ein Fett zu feiern. Was ich am geilsten finde, du fährst hier aufs Gelände und du siehst sofort in dem Gesicht der Leute, wie die einfach Bock drauf haben, ihre Simson hier hoch und runter zu fahren. Ne? Ja. Als wenn es nichts anderes im Leben gibt, wirklich jetzt mit dem Ding hier hoch und runter knallen. Ne? Ja, pass auf, wir haben eine Rundkurs-Strecke. Da ist jetzt gerade eine Driftshow, da fahren wir mit zwei BMWs hintereinander. Das ist geil, das müsst ihr euch mal angucken. Die Kart bin ich auch schon gefahren, mir ist schon eine Bremsleitung kaputt gegangen. Hab keine Ersatzteile bei, sonst könnte ich da jetzt erfahren. Ja, das ist da hinten eine richtig geile Cross-Strecke. Da fahren die mit dem Panzer, mit so einem riesen Tatra. Kann theoretisch hier jeder alles machen? Ey. Also es gibt schon verschiedene Bereiche, wo du Simson fahren kannst. Genau. Also so hast halt alle auf ihre Kosten kommen. Wir haben eine Dragway-Strecke, wir haben eine Rundkursstrecke, wo du sowohl mit Moped als auch mit Auto fahren kannst. Wir haben eine Enduro- und Cross-Strecke, wo die halt mit den Motocross-Maschinen fahren können. Das ist immer im Wechsel, halbstündig im Wechsel. Einmal Militärfahrzeuge, Panzer. Wenn du Zeit hast, würde ich vorschlagen, dass wir zusammen einfach mal mit deinem dezenten Ambi hier eine kleine Runde drehen. Also, können wir mal. Muss nicht jetzt sofort sein. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, aber auf jeden Fall stark gemacht, hat er geil gemacht. Genau, eine Aftershow-Party, Philipp. Ja, ich habe zu Benni gesagt. Richtig fertig machen. Ich habe zu Benni schon gesagt, ich weiß noch nicht so. Heute ist er dran. Ich weiß noch nicht, wann wir wechseln heute. Guck mal hier. Alter, okay, das ist natürlich jetzt hier. Hey, hast du jetzt hier heute zusammen? Habt ihr einen Tätowierer hier vor Ort? Ja, wir haben mehrere Tätowierer hier. Martin von Thermotec, der tätowiert auch. Ja. Ich weiß nicht mal, wo die sind mittlerweile, weil das ist krass. Ja, das sind mal Zugehörigkeit, ne? Ja. Alter, ja, cool. Ja. Okay. Und hier erstmal eine kleine Werkstatt eingerichtet. Erstmal allerwichtigste Frage, wo die Zuschauer die ganze Zeit schon drauf warten, das steht ja noch in der Sendung aus. Wir wollen hier mal nochmal unser Rennfreund Philipp Simson gegen Rollerfahrer. Der jetzt hier machen? Ja, Mann, was ist da los? Ich habe Angst, dass hier ein Roller verbrennen wird. Ich habe Angst, dass. Das hätte passieren können. Dass der Roller hier das Gelände nicht mehr verlässt danach, weil das sind halt wirklich eingefleischte Simson-Fans. Ja, aber erzähl mal, was geht hier? Ja, Service. Wir hatten eine kleine Unrichtigkeit gehabt, die beheben sie jetzt gerade. Und da wollte ich damit eigentlich nochmal fahren, weil wir hatten damals ja 42 PS, jetzt haben wir 47 mittlerweile. Wird ja immer fairer für mich mit dem Roller, ne? Genau. Wir haben jetzt auch einige Sachen zum Beispiel auch schon umgebaut. Wir haben jetzt komplett CNC-gefräste Motorhalter, weil halt einfach die Originalen komplett abgerissen sind. Mhm. Weiß nicht, ob man es sehen kann. Das heißt, das war echt eine Leistungssache, dass die abgerissen sind? Ja. Also war wirklich so. Ja. Also wir hatten, das war eigentlich alles einmal Asche. Ja, muss ich wirklich sagen, Schwingbolzen war verbogen, den hat es komplett verbogen, weil halt einfach die Schwinge nach vorne wollte, Motor wollte nach hinten. Also ja, leistungstechnisch ist es schon eine Ansage. Diese Tüte, ne? War die damals auch schon isoliert? Nee, die waren nicht isoliert. Genau, die haben Martin jetzt nochmal isoliert. Das ist auch wirklich der Punkt gewesen, der bei dem Motor jetzt nochmal einen großen Pluspunkt gebracht hat. Weil du hast durch die Thermoisolierung ist es so, dass die Abgastemperatur einfach höher wird. Beim Zweitakter geht ja im Prinzip einmal diese Resonanzwelle von vorne nach hinten, stößt wieder zurück und du drückst im Prinzip dein frisches Gas, welches mit in den Auslass, also in den Auspuff reingeht, wieder zurück in den Brennraum und darüber erzeugst du ja die Aufladung beim Zweitakter. Und dann ist es so, wenn der Auspuff isoliert ist, wird die Abgastemperatur halt höher. Das heißt, das Volumen des Abgases wird größer und dementsprechend, weil die Luftmoleküle ja weiter auseinander sind, geht im Prinzip dieser Prozess noch mal schneller vonstatten und der
ermöglicht dir nochmal höhere Drehzahlen in dem Punkt. Die also wir haben jetzt 1.500 Umdrehungen mehr Höchstdrehzahl, nur durch die Auspuffisolierung. Das heißt, die Auslegung des Auspuffs verändert sich schon ein bisschen mit der Isolierung dann. Auf jeden Fall, ja. Ja. Sehr merklich sogar. Das siehst du auf dem Prüfstand ganz genau. Ja, er sieht auf jeden Fall ultra pornös aus. Ist das immer noch der erste Billetblock oder? Ja, ist noch der erste. Ist immer noch das Urgestein. Ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Eine Woche vorm Community Day hatte ich Employer-Abriss. Das hat er auch weggesteckt. Genau. Also ich habe es auf Instagram. Auf Instagram habe ich gesehen. Den Billetblock, den, also killst du nicht. Ich glaube nicht, dass wir den killen können. Er wird die Gewand stärken. Ja, ist im Prinzip ein Pleuel abgerissen, weil der Lagerfuß unten festgegangen ist. Ist das heute Ihr stärkste Fahrzeug? Ja. Ich denke schon. Ja, ist es. Also wenn's ja, wer weiß, wer sich noch so einschleicht hier auf die Veranstaltung. Vielleicht ist aber das ist dabei. Wirklich jetzt schon, das geht schon richtig. Und das Coole ist halt, du hast halt bei dem Motor sehr hohe Drehzahlen trotzdem noch. Obwohl der relativ groß ist mit 125 Kubik, hast du halt trotzdem 15.000 Umdrehungen. Und das ist halt klangtechnisch, es hat halt viel Emotionen dabei. 47 PS geht es ja dann auch irgendwann hier so mit Kupplung und allem auch los, ne? Dass das, ja, das genau. Auch überhaupt also erstmal, dass das alles überhaupt noch kann. Bau mal eine Simson-Kupplung, die 47 PS aushält. So, ne? Weil bei 4,7 PS wäre ja schon eine krasse Steigerung. Genau. Und dann nochmal Faktor 10. Ich habe eine eigene Kupplung komplett entwickelt. Oder wir. Ah, guck mal, Bennys Augen strahlen von hier. Der überlegt schon, ob er gleich los bei dir. Wir haben jetzt im Prinzip eine komplett eigene Kupplung entwickelt. Die ist auch rückgedämpft, also da ist eine Rückdämpfung im Primärantrieb. Ah, okay, sorry, jetzt sehe ich es gerade. Auf der anderen Seite ist eigentlich nur Zündung drin. Genau, da ist Zündung. Aber der Hebel geht einmal durch, ne? Weil ich habe nur den Kupplungszug gerade gesehen. Okay, der geht einmal durch das Gehäuse. Wenn ich die Kupplung ziehe, wie sich die Druckplatte abhebt. Mhm. Ja, und dann ist halt das Ziel, möglichst viel Kraft übertragen zu können, ohne dass die Zugkraft am Kupplungshebel oben zu groß wird. Also, das kennst du ja vom Auto auch. Wenn du hier übel, ja, du kannst halt einmal mehr Fläche geben, dass die Kupplung mehr übertragen kann, oder du gibst halt mehr Kraft von vorne, um halt, ja. Das heißt, wie viele Scheiben sind das denn? Die hat jetzt 8 Scheiben. Und serienmäßig hat so eine 2 Scheiben, 3? 4 Scheiben. Okay. Genau. Also wir haben jetzt 8, die Scheiben sind dünner. Ja, der ganze Aufbau ist komplett selbst konstruiert im CAD und dann gefertigt und. Umbau auch hydraulisch macht man nicht. Nee, es macht ja nicht wirklich keinen Sinn. Also. Ja, geht auch so, ne? Ja. Soll ja auch noch ein bisschen seriennah bleiben, deswegen lässt man also Zug dran. So, hier gucke ich immer sogar meine Kupplung. Bitte? Ist wirklich schon ganz anders als alles andere, was ich so gesehen habe im Bereich Simson. Ja, es ist auch, du hast viele Feinheiten, zum Beispiel auch wie mit den Stahlscheiben und so, dass die Kupplung halt auch thermisch ein bisschen was ab kann. Krass. Wenn du zum Beispiel die Schlitze hier nicht drin hast, hast du das Problem, dass die Kupplungsscheiben, wenn die heiß werden, Tellerfedern werden. Mhm. Weißt du, weil du hast ja hier außen logischerweise mehr Umfang, mehr Teilchen aneinander, die sich ausdehnen als innen. Genau, also wir, ja, dann. Schon krass aus für eine Simson, ne? Ja, auf jeden Fall. Was kostet eine Kupplung? Die kostet um die 430 Euro komplett, aber mit diesem Primärantrieb dazu und der Rückdämpfung. Die Kupplung einzeln wird irgendwas um die 200 Euro kosten. Aber das brauchst du halt, weil, ja, du willst halt Fahrkomfort haben, das heißt, du willst mit zwei Fingern entspannt die Kupplung ziehen können, du willst aber trotzdem die Kraft übertragen. Ja, ja. Und willst sie auch dauerhaft übertragen. Es fahren ja auch viele Simson Crossrennen oder Drag Race Rennen, ne? Und da, ja. Wobei ich die Federn ehrlich gesagt noch erstaunlich süß finde. Okay, wobei, die sind ganz schön hart, ne? Ja. So, und genau. Die Fläche macht es halt, ne? Genau. Aber sieht richtig hochwertig aus. Ja. Kann man die auch noch, kann man die verglühen, geht das? Oder ist die eigentlich Bulletproof, da kannst du im Öl mitmachen, was du willst? Also ich habe sie wirklich noch nicht kaputt bekommen, muss ich wirklich sagen. Wir haben schon echt viel mit rumgespielt und sind dann mal so dritten Gang und da tue ich wirklich 30 Sekunden nur aus der schleifenden Kupplung so, mach die komplett mit. Also, was halt auch zum Beispiel so eine Sache war, die ich halt damit auch eingeführt habe, ist halt, wir fahren trotzdem normale Simson-Kupplungsbelege. Echt? OEM-Belege? Also nicht OEM-Belege, es sind Tuning-Belege, die aber in die normale Simson-Kupplung auch reinpassen. Okay. Der Vorteil ist halt einfach der, die kriegst du bei jedem Simson-Händler zu kaufen. Mhm. Wenn du irgendwas Spezielles aus dem Motorradbereich hast, hast du halt immer das Problem mit der Ersatzteilversorgung, wenn die mitten in der Saison mal irgendwas kaputt geht oder so. Mhm. Und dann wartest du halt monatelang. Nee, das sind diese komplett original? Hm? Ach krass. Genau. Okay, 47 PS und das im Vergleich? Ist ja auch schon Billet und so, ne? Das ist halt auch ein komplettes Billet. Das sind dann 30 ungefähr? Wie viel sind das? Ja, also die Motoren bauen wir in Serie für viele Kunden.
Die haben, also die schwächste Ausbaustufe hat so zwischen 30 und 33 und die stärksten haben halt 40. Boah. Also wir hatten auch schon welche mit 42, 43, aber echt krass, das ist dann cool, schon Kampfabstimmung. Also eine effektive 40 geht, sodass es auch haltbar ist. Also bei mir, das ist jetzt wirklich eigentlich nur ein Versuchsobjekt, um zu gucken, was halt so geht und um halt zu entwickeln. Es geht ja auch beim Antriebsstrang weiter, übertrag mal 47 PS, wenn das Fahrzeug für 3 PS ausgelegt ist. Ja, also mir reicht schon die Tüte. Die Tüte reicht schon. Ja. Mit der Optik kann das Ding auch 10 PS haben, reicht. Wir gucken mal, was uns heute ja noch so alles erwartet. Ich habe ja gehört, Rundstrecke gibt es auch noch. Drag Race wird auch noch fahren. Da knüpfen wir jetzt erstmal an und dann geht's weiter. Worauf warten wir alle? Die stehen alle für den Leistungszustand an. Wir haben den mobilen Leistungszustand hier. Was? Das ist Rekord bisher? 47. Mein stand noch nicht drauf. Wenn's jetzt warst du drauf? Okay. Wenn mein Sarah gut läuft, stellen wir es heute Abend. Ist das aber euer Zustand? Habt ihr hier mitgebracht oder ist das irgendeiner der... Das ist ein sehr guter Bekannter von uns. Okay, mit dem arbeiten wir. Ja, geil, weil das sind ja locker hier, keine Ahnung, 50 sind wir uns, die da vorstehen. Da wird man ja schon ein bisschen warten, ne? Der kommt heute gut klar auf jeden Fall. So, was geht jetzt? Ich fahre das Ding jetzt mal warm und dann wollen wir gucken. Das war tatsächlich heute auf 120 Meter das schnellste Gefährt, kann ich gar nicht glauben. Das müssen wir jetzt toppen. Auch nicht schlecht. Und dann fahren wir mal Sprintwoche mit 500, nee, wie viel hatten wir da? Ich glaube auch über 40. Mit einem 40 PS BMX, weil mehr wiegt es halt nicht, ne? Fahren wir gleich mal gegen dieses Kart dann. Was hat das Ding hat auch 40 PS oder was hat das Ding? Ja, so irgendwas zwischen 40 und 50. Geil, aber Schaltkart war immer mein Traum. Schau mal, das ist echt geil. Weil das Geile ist, bis 10.000 Umdrehungen keine Leistung und mit einmal platzt die Bombe. Aber wie ist das hier mit die Kupplung ist in der Hand? Genau, die Kupplung ist nur zum Anfahren. Dann schaltest du einfach nur über die Lastwechsel. Okay. Wenn du halt die Last wegnimmst, entlastest du dir die Zunge, dann fahrst du dir noch mal. Das Beste auf diesem Event ist übrigens der Duft in der Luft, weil es riecht einfach komplett durchgehend nach zweiter Kurve. Wie in alten Zeiten. Alter, hier mit Mini-Waagebalken. Ja, das Problem ist hier. Hier ist die Leitung und nicht. Ich habe jetzt die Balance. Du kannst hier die Balance verstellen. Nach ganz hinten gemacht, ne? Ja. Die ist jetzt komplett hinten, dass ich wegs hier mal geradeaus fahren kann. Herr Benni, wir müssen einmal anschieben hier. Ja, so ist das hier, ne? Drag Race Strecke. Nebenan gibt es eine Cross-Strecke und gleichzeitig eine Drift-Strecke. Gefühlt nur am Schalten, ne? Ey, mega. Ja, Alter. Ich glaube, eine Sinnson ist auch das einzige Gerät, wo der Ausdruck größer ist als der Rahmen. Hier nochmal ein bisschen gespielt. Da hast du hier nochmal zwei Hölle gegeben. Da haben wir hier Karte, wollte ich schon sagen, Quad mit 950 Kubik und 103 PS CSU. Paul übrigens mal ein paar Testläufe gefahren, das ist die schnellste Zeit gefahren, die haben heute den Tag gemacht, aber Paul hat gesagt, nee, meine Freunde, das lasse ich nicht auf mir sitzen, das versuche ich mit dem Kart zu toppen. Oh, Simson gegen Kart. 130er Junge, eine 6-0 mit Kart gegen eine 6-4. Das ist gut. Oh! Und da hat er geschafft, gewinnt eine linke Bahn. Ich glaube, das tut ihm auch nicht weh, wenn er weiß, ja, dass seine die eigene Technik gerade einfach das Kart abgezogen, brutal. Das Rennkart geschlagen hat. Und die Zeit von so, das ist sorry, wenn ich jetzt sage, motorisierten Fahrrad. Oh, eine 6-1. Aber 40 PS sind dann einfach 40 PS. So, jetzt ein Wort gegen Kart. Ja, wir sind dran. Der Paul
gleich schnell wie das Board. Respekt. Und das aus dem Eulen raus. Zu krass, um aus dem Stand zu fahren, oder? Nee, das geht nicht. Du hast direkt. Kennst du diese Videos, wenn so ein Dragbike so wegspringt? Direkt Überschlag. Aber ich glaube, du wirst das hinkriegen. Das sah so geübt aus. Ein bisschen Kupplungsschleife und los geht's. Echt? Brauchst du ein Gewicht wie am Traktor vorne, weißt du? Jetzt hätten wir Benni vorne draufgesetzt. Wir haben ja schon eine längere Schwingel drin und so. Ja. Aber krass, wie man ungefähr sagen kann, dass das Kart ungefähr gleich geht wie die Simme, ne? Er ist ja der gleiche Zylinder. Ja, so ungefähr ähnlich. Aber hier kriegst du es halt nicht so gut auf dem Asphalt, ne? Alles gehalten, ich bin wie schnell warst du denn? 120 oder so. Ich dachte schon so schnell, krass. Ja, also schneller nicht. Locker. Aus dem Stand machen die anderen Mopeds so um die 110. Und hier mit dem Rollen eben, das war locker 120. Ja, auf dem Prüfstand bin ich 176 oder so. So lang ist er jetzt übersetzt. 176 aber sind schon, aber bisher nur auf dem Prüfstand und noch nicht auf der Straße. Es ist ja jetzt erst wieder zusammengebaut. Das war jetzt gerade die erste Fahrt, also wirklich die erste Fahrt. Davor lief es nur auf dem Prüfstand. Aber würdest du das machen, 170 auf dem Prüfstand? Mit dem Moped ja, weil ohne Mist, durch diese CNC-Gabelbrücke, die verbindungssteife Schwinge hinten und so, vernünftige Felgen drin, Rahmenverstärkung, das fährt wie auf Schienen. Also du hast da, ich hatte da jetzt kein bisschen Angst drauf, wirklich gar nicht. Was war das Schnellste? Das ist komplett berechenbar halt einfach. Das Schnellste, was bisher mit gefahren ist, aber, also auf der Simson generell? Das sind über 160 Leute hier. Doch, so schnell war's ja. Mit den MTX-Mopeds geht das. Ja. So, was machen wir als nächstes? Wir gehen jetzt mal zur Rundkursstrecke, die musst du dir machen. Alles klar. Hey, könnt ihr euch einmal den zweiten Traktor angucken. Mal ein bisschen Drehzahl drauf machen. Ja, ach, das ist schon Vollgas. Ich dachte, wir könnten immer aufdrehen, aber das ist schon Vollgas. Ja, kurze Erklärung, den können wir es gut zeigen. Wir fangen hier an. Kolben geht hoch und runter. Das Gemisch geht in den Kurbelraum, wird dort vorkomprimiert, weil das abgedichtet ist. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass die Simmeringe immer drin sind. Und dann geht der Kolben hoch. In dem Moment spürt man die Überströmung, es wird verdichtet, das Simmel und geht aus dem Auslauf wieder raus. Und das alles in einer Umwelt. Guck mal, sogar mit Kupplung. Das ist der für heute. Nein. So, das ist jetzt der Rundkurs hier. Also es sieht auf jeden Fall so aus, als wenn vier Takte verboten wären. Ne? Alter, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viele zwei Takte Wagen gesehen habe. Ich auch nicht. Vor allem, hier verstehe ich auf jeden Fall den Sinn und Zweck von dieser Veranstaltung. Weil das ist natürlich für jeden Zuschauer ein Traum. Ne? Weißt du, der eine oder andere ballert vielleicht mal ein bisschen schneller über den Feldweg. Aber keiner traut sich halt auf der Straße so zu fahren, was auch gut so ist. Aber hier könnt ihr halt wirklich alle Wildes ausspielen. Und der eine oder andere wird vielleicht auch wirklich schnell hier, ne? Geil. Ja, manche Mopeds gehen auch. Ja, manche Mopeds sieht man richtig, wie sie aus der Kurve raus und auf Platte mal gehen, ne? Lange bis Tanke oder bis Kolben klemmt. Bis er klemmt. So sieht das hier wirklich aus. Wir fahren wirklich Runde für Runde für Runde. Und auch seitdem wir hier sind, ist das so. Es nimmt kein Ende. Also das ist wirklich geil. Ja, und dann kann es halt passieren, dass man auf einmal einen Panzer gesteht hat. Alter, es gibt auch noch PZD. Alter, zu schwer.
meinem Leben Panzer fahren. Also, wenn ich gedacht hätte, PC-Tuning, dass wir heute noch Panzer mitfahren. Ja, vor allem, Alter, so einfach neben das Corona-Rohr gesetzt. Ne? Da sind wir dann gerade hoch auf der anderen Seite noch runter. Da muss man schon richtig geil. So, Paul, eine Frage habe ich noch, ne? Was ist das für ein verunfalltes Wrack, was das ist? Da sind wir gestern mit dem Panzer drüber gefahren. Und danach sind wir dann nochmal mit so einer Raupe auch nochmal drüber. Und dann ziehen wir das Ding nachher auf so eine Fläche. Dann wollen wir noch zwei China-Roller hinstellen, weil Simson-Leute hassen ja mal Roller. Und dann werden wir die mit dem Jet-Truck abfackeln. Ach krass, meinst du, da kommt so viel Temperatur raus, das ist ja richtig. Ja. So ist der Plan. Wie viel Uhr ist das ungefähr? Ich glaube 20 Uhr mal. Also, ja, bis so lange auf jeden Fall nicht geplant. Also, jetzt gibt es so eine kleine Runde hier mit Paul zusammen im, das klingt nach Dreizylinder, ne? Ich glaube, ich bin sowas mal als Quad gefahren, nicht als Quad. Das war ziemlich ähnlich, ehrlich gesagt. Das heißt, wir reden hier ungefähr von 3.000 bis 5.000 Leuten. Ja, ich würde sagen, gefühlt jeder zweite hat Simson mit. Also, wir werden auf jeden Fall über 1.000 sein, ne? Ich glaube, reicht nicht. Da müssen auch einige gehen, die mit 2-3 Simsons kommen, ne? Ja. Und die kommen auch alle wahrscheinlich von Freitag bis... Ja, und Donnerstag sind die ersten schon angereist. Also Donnerstag hatten wir schon irgendwie 500, 600 Leute hier. Das ist jetzt gerade Heckantrieb, ne? Ja. Weil, ey, irgendwie vernichte ich ja alle Antriebswellen. Erst ist mir hier vorne rechts weggerissen. Jetzt haben sie die Kardanwelle rausgenommen, dass alles auf die Hinterachse geht. Und bei dem anderen Bug ja ich hinten rechts einen weggerissen. Aber ich glaube, das Ding ja auch richtig fliegen lassen. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich war halt nicht. So, jetzt geht's los, oder was? Der dreht durch, kriegt dann irgendwann Traktion und man merkt schon quasi, wie hinten so, gleich reißt die Welle ab, so ungefähr. Ja, genau. Aber das ist, das ist auch so ein typisches Spaßgerät, wo du die Uhr nachstellen kannst. Halbe Stunde und es wird irgendwas passieren. Genau. Deswegen. Ist wie so ein ferngesteuertes RC-Auto, weißt du? Wir wollen ja noch ein bisschen Spaß haben heute, deswegen zwei Runden auf dem Acker reicht hier. Aber geil, auf jeden Fall. Also ihr seht, es ist schon dunkel. Jetzt kommen wir zur letzten Attraktion hier heute. Und zwar, dieses Gerät wird gleich... wie das zu einem richtigen Simson-Event gehört. Mit dieser dezenten Turbine hinten drauf. Diese ganzen Roller hier abfackeln. Das heißt, hier wird so eine Flamme rauskommen, dass die ganzen Roller danach Geschichte sind. So ist zumindest der Plan. So ist zumindest der Plan. Ob das Ganze klappt, werden wir gleich sehen. Aber ich denke mal. Ich soll mich in Sicherheit bringen. Ja. Wer sonst geflüchtet? Dürfte ich noch ein, zwei Infos fragen zu dem Gerät hier? Ja. Leistung? Etwa 64.000 PS. Hier ist ein Rolls-Royce Haven 301 Triebwerk drin. Das 301 ist das Standardtriebwerk von der BAC Lightning. Dieses Triebwerk hat ungeheure Leistung, aber ist überhaupt nicht ökonomisch. Also wir haben gestern wollen wir auch nicht hier heute. Nee, wir haben gestern einmal kurz laufen lassen, waren gleich 500 Liter. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was 64.000 PS klingt nach so viel, dass auch echt was durchgeht, ne? Ja, klar. Was ist da normales Kerosin oder was ist da drin? Wir haben umgedüst auf Diesel. 80er Jahre, wie ist das so mit Teilen und Wartung? Oder ist das so, dass du jeden Tag irgendeinen Unsinn machen kannst und das ist kein Problem? Nein, das ist normalerweise kein Problem. So ein Triebwerk kannst du 1.000 Betriebsstunden im Einsatz haben, bevor du es auseinandernehmen musst. Und außerdem, wenn du genau hingeguckt hast, hast du gesehen, wir haben so ein schönes blaues Logo hinten drauf. Es gibt zwei Rennfahrzeuge weltweit, die mit einem 301 Triebwerk fahren. Das ist einmal der Trust Supersonic, der hat zwei Triebwerke davon. Das ist das Fahrzeug, was vor ungefähr 15 Jahren als erstes Fahrzeug weltweit die Schallmauer durchbrochen hat. Gehört Richard Nobly, gefahren ist Andy Green, ehemaliger Pilot von der Royal Air Force und wir. Normalerweise fährst du hier Viertelmeile mit oder was? Ja, Viertelmeile. Wir fahren normalerweise Hockenheim, Barcelona, Malta.
und trainieren zum Beispiel auch zweimal im Jahr in Zerbst bei Magdeburg. Und wir sind sehr gerne bei Paul, weil das ist immer eine geile Party. Was fährt sowas auf eine Viertelmeile? Ungefähr 400, zwischen 400 und 500. Das Ding fährt 400 km/h auf Viertelmeile? Ja, und wir fahren ungefedert. Das heißt, wenn du hier jetzt zum Beispiel fahren würdest, würden wir durch diese Bitumstöße wahrscheinlich mehr in der Luft sein als auf dem Boden. Da bin ich jetzt wirklich, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hätte jetzt gedacht 250, 300 oder so, ne? Aber 400 ist ja, ja schon... vielleicht rückwärts. Ja, die Meute ist auf jeden Fall heiß. Okay, wir wollen sehen, wie das Ding hier schrott ist. Alles klar. Also vielen Dank. Wir geben uns Mühe. Keine Ahnung, frei. Ciao, tschüss.